Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit FR, Frank Römer. Typ, von dem ich noch nie vorher gehört habe. Steinigt mich bitte nicht. Ich sehe auch, dass der Track, den wir uns gleich angucken, von 2008 ist, nämlich Stillstand. Und dieser Track wurde mir empfohlen von einem Kommentatoren aus meiner CR7Z-Reaction müsste es gewesen sein. Das habe ich mir natürlich direkt gemerkt und wenn ihr Reaction-Vorschläge habt, könnt ihr mir die auch gerne schicken. Ich packe die dann immer in meine Für Reactions-Playlist. Jo, ich habe null Plan, was mich erwartet. Die Person hat Frank Römer in den höchsten Tönen gelobt und da bin ich natürlich gespannt, was mich da erwartet. 360p. Nice. Let's go. Das Album hieß einfach Vorsichtsstufe. Ey, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber das fühlt sich direkt an wie oldschooligster Hip-Hop. Das war aber nice eben gerade, das Movement. Weißt, die haben da extra ein Schienensystem aufgebaut. Diese extrem riesigen Filmbalken. Soundbild interessant mit dem Piano, mit ziemlich viel Delay drauf. Geil, die haben da wirklich extra so ein Schienensystem aufgebaut. Das gibt natürlich ultra smooth Kamerafahrten und hat so ein bisschen was von dem Bullet-Time-Effekt aus Matrix, was natürlich nicht ganz so aufwendig ist, weil du hier nicht 10.000 Kameras benutzt, sondern eine. Trotzdem sieht das ziemlich geil aus. Und Leute fragen mich, ob es nicht auch mit weniger geht. Was meint ihr, warum ich jedes Mal meine Seele da lege? Okay, interessante Art zu rappen auf jeden Fall. Stimme ist cool, Stimme ist sehr cool. Ich habe jetzt auf dem eher ruhigen und linearen Beat nicht erwartet, dass der auf einmal so reinkommt mit so viel Power. Betonung muss man sich ein bisschen gewöhnen, finde ich. Leute fragen mit na 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 na. Ja, es ist so ein bisschen überbetont gefühlt. Aber interessant bisher. Jetzt hören wir mal auf den Inhalt. Und Leute fragen mich, ob es nicht auch mit weniger geht. Was meint ihr, warum ich jedes Mal meine Seele da leg? Ich renn, denn ich spür den Lauf der Zeit in meinem Nacken. Keine leichte Sache, so als hätte ich Blei an meinen Hacken. Meister Klein. Blei an meinen Hacken. Das ist ein cooler Flow, wie der da durchgeht mit. Der ist auf jeden Fall sehr stilsicher und sauber, wie er rappt. Das ist geil. Plus, der hat so eine richtige Hip-Hop-Attitude. Das merkst du nicht nur an der Art, wie er sich kleidet, sondern auch an der Art, wie er sich ausdrückt. Das ist cool. Meine Re-Etappen, weit in meinem Nacken, keine leichte Sache, so als hätte ich Blei an meinen Hacken, Meister Klein. Bisschen hart am Beat vorbei, aber teilweise. Meine Re-Etappen ohne sonderbares Glück, weil nur der Fleiß etwas zu schaffen, meine Kompassnadel ist. Um meine Feinde zu entwaffnen und der Bombenhagel trifft mich nicht, ich steige aus dem Schatten und ich komm ans Tageslicht, ich offenbare. Bombenhagel trifft mich nicht, komm ans Tageslicht. Da fehlt noch ein paar Silben, oder? Waffen und der Bombenhagel trifft mich nicht, ich steige aus dem Schatten und ich komme ans Tageslicht, ich offenbar. Okay. Ja, okay, fehlt eine Silbe, damit es sich perfekt aufeinander reimt, aber der hat eine gute Reimtechnik an sich. Er hat ja auch Schatten auf Waffen noch gebinnenreimt, das war auch ganz nice. Und ich find's cool, wie er so in die nächste Line auch mit überzieht und durchflowt, ist auch gut. Waffen und der Bombenhagel trifft mich nicht, ich steige aus dem Schatten und ich komme ans Tageslicht, ich offenbare mich. Bevor ich an der Hitze hier verrecke, filter ich das Salz aus meinem Schweiß und trinke ihn auf Excel. Alter. Die Bilder, die er malt, die sind schon sehr krass, aber wie gesagt, ist auch 2008, da haben die Rapper noch mit ganz anderen Arten geekelt damals, weil die einfach übertreiben wollten und bei ihm ist es ja so, da wir wirklich diesen Survival-Aspekt noch so ein bisschen rausheben. Dass er seinen Schweiß filtert und trinkt, ist natürlich will man sich, glaube ich, nicht so bildlich vorstellen. Das habe ich einmal in Jackass gesehen und fast gekotzt. Das, ja, aber wie gesagt, wie er durchflaut, ist cool. Er hat auch so eine richtige Art und Weise, die Silben nacheinander zu betonen. So eine richtig klare Vershebung, die er da mit reinbringt. Da, 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 da. Das ist ja der straighte Hip-Hop-Flow. Und den macht er hier überdeutlich. Das kennt man sonst im deutschen Raum von den wenigsten. Zum Beispiel von San Diego als Spongeboss kannte man das. Der hat ja immer so ein wenig übertrieben mit Betonung, damit er dann wieder mal im Takt ist und dann nochmal weitermacht. Er hat ein bisschen mehr Swing drin, weil es eiert ein bisschen mehr. Aber es kommt trotzdem ganz cool. Merkst du, dass er mehr Swing hat, weil er einfach konstant neben der Snare liegt. Mich, bevor ich an der Hitze hier verrecke, filter ich das Salz aus meinem Schweiß und trinke ihn auf Excel. Rappen ist mein Ding, Chillacolaps bin ich es letzten Endes, der es in festen Händen hält. Ob ich jetzt mein Talent verschwende, ich werde anfangen, rausgehen, scheitern, logisch, sofort wieder aufstehen. Lohnt sich nochmal, weil man
geil, wie er da, nice, das war cool. Das war cool, wie er diese Abwechslung in den Flow gebracht hat, indem er indem er mehrere Takes gemacht hat und dann mehrmals reingerufen hat. Das ist cool. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie es im Sounddesign so gemacht hätten, dass der eine Ruf ein bisschen mehr links wäre, der andere ein bisschen mehr rechts und dann wieder was Mittiges. Aber das ist von fucking 2008 und dafür muss man schon sagen, dass die Audioqualität für die damalige Zeit ziemlich gut ist und der Mix auch. Ich träume weiter nach vorn, denn ich ergreife das Wort, bin für die Scheiße geboren, du hältst mich nicht an, pass auf mich eigenen Boden. Nice. Ich hab vor nichts Angst, außer vor dem Stillstand. Ich träume weiter nach vorn, denn ich ergreife das Wort, bin für die Scheiße geboren, du hältst mich nicht an, pass auf mich eigenen Boden. Ich hab vor nichts Angst, außer vor dem Still. Nice. Die Hook war geil. Die Hook ist richtig gut. Bisher das Stärkste an dem Track, finde ich. Und ich find's cool. Du hast hier Streicher, die reinkommen. Und 4 Noten spielen die ganze Zeit. Eine Abwärtsbewegung. Und genau diese Noten singt er auch. Das Ganze wird dann aber nochmal abgegrenzt, damit er nicht linear immer das Gleiche macht. Das ist im zweiten Teil der Hook. Beziehungsweise die Hook hat 4 Takte und wiederholt diese 4 Takte dann zweimal, wodurch wir dann auf 8 Takte kommen, was eine Hook ist. Und das Geile ist, in den ersten zwei Takten der Hook macht er das, was ich gerade beschrieben habe. Und als Abwechslung der nächsten 2 Takte, bevor sich das Ganze dann nochmal wiederholt, singt es dann nochmal eine Frauenstimme. Oder seine Stimme mit Pitch Correction bzw. Pitch Shifting etwas nach oben gebracht. Es klingt aber dann doch sehr organisch, also ich tippe dann doch auf eine Frauenstimme, die das Ganze dann durchzieht, durchsingt. Die kann tatsächlich singen und das merkt man auch und es zieht sich richtig schön durch und am Ende löst sich dann die Hook nochmal auf in Stille und ich find's cool, wie er in der Message sagt, dass er von nichts Angst hat außer Stillstand, denn das kann ich nachvollziehen. Denn solange du am Machen bist, solange du tust und siehst, die Dinge bewegen sich, geht es einem im Grunde gut. Deswegen macht man, deswegen tut man. Wenn Sachen aber stillstehen, dann kommen Sachen wie Depressionen nach vorne oder vielleicht nicht ganz so stark gesagt, aber auf jeden Fall Melancholien und Angstzustände. Du entfliehst dir selbst ja auch nicht, wenn du Dinge tust. Du machst ja und beschäftigst dich mit dir. Aber sobald du bei Stillstand bist, hast du dieses beklemmende Gefühl und die Minderwertigkeitskomplexe steigen wieder. So kenne ich das zumindest von mir. Und deswegen macht man. Man flüchtet sich nicht, du investierst dich. Ich hab vor nichts Angst, außer vor dem Still. Und Leute fragen mich, ob es nicht auch mit weniger geht. Ihr könnt mir glauben, für sowas wäre es eh schon zu spät. Finde ich geil, wie er mit dem Anfang der ersten Line nochmal in den zweiten Part einsteigt und dann neu darauf reimt. Schwimm, weiter gegen diese eigentliche Strömung. Könnte ich ihre Richtung ändern, wäre das eigentlich die Lösung. Keine Zeit zu trödeln, ich muss geradeaus nach vorne schwimmen. Denn wenn ich mich nicht bewege, werde ich in dem Moor versinken und dabei sofort ertrinken. Ich muss mich vor keinem verstecken, nur um weiter vorzudringen, kämpfe ich mich durchs Heife Strecken, weite Strecken. Ich muss mich vor keinem verstecken, ne. Interessanter Stimmeinsatz. Er geht da schon so ein bisschen rauf und runter die ganze Zeit. Ich find's interessant, wirklich, wie diese Vershebung, sehr stark betont in den Sechzehnteln, die er rappt. Lenkt mich ein bisschen vom Inhalt ab, deswegen muss ich ja nochmal reinhören. Eigentliche Strömung, könnte ich ihre Richtung ändern, wäre das eigentlich die Lösung. Keine Zeit zu trödeln, ich muss geradeaus nach vorne schwimmen, denn wenn ich mich nicht bewege, werde ich in dem Moor versinken und ab. Für eine Metapher, wie er das mit Strömung und Wasser und Schwimmen beschreibt. Und wenn er sich nicht bewegt, wird er versinken. Da haben wir es wieder von Stillstand. Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. Schöne Metapher, um diese Umstände nochmal zu beschreiben. Und das finde ich auch ganz gut. Und ich glaube, der Reim war viersilbig, das war auch nicht schlecht. Geradeaus nach vorne schwimmen, denn wenn ich mich nicht bewege, werde ich in dem Moor versinken und dabei sofort ertrinken. Ich muss mich vor keinem verstecken, nur um weiter vorzudringen, kämpfe ich mich durchs Haifischbecken, weite Strecken. Da haben wir nochmal das Haifischbecken. Wie gesagt, er spielt die Metapher komplett aus. Das finde ich auch ziemlich geil. Tauche ich unter, jeder Atemzug muss weichen. Alle Menschen sehnen sich danach, den Hafen zu erreichen. Reichen meine Ambitionen letzten Endes, sag mir meine Wellenlänge, ob ich mein Talent verschwende, ich werde. Auch geil, seine Wellenlänge, auch nochmal cool. Und viele Leute versuchen den Hafen zu erreichen, er treibt weiter, das ist auch cool. Ach, guck mal, das war eine Bridge? Auch nicht. Bei dem Video finde ich es interessant, dass ja wirklich so ein Vintage-Filter, der da drüber liegt. Grünstich gleich raus, das ist aber irgendwie auch typisch für die Zeit gewesen damals, finde ich zumindest. Das ist ja dieser 2000er-Look, der damals sehr, sehr präsent war. Und ich finde diese B-Roll-Szenen geil, wie da über die Dächer gerannt wird. Weiter nach vorn, denn ich ergreife das Wort, bin für die Scheiße geboren, du hältst mich nicht an, pass auf mich eigenen Boden. Ich hab vor nichts Angst, außer vor dem Stillstand. Ich komme weiter nach vorn, denn ich ergreife das Wort, bin für die Scheiße geboren, du hältst mich nicht an, pass auf mich eigenen Boden. Ich hab vor nichts Angst, außer vor dem Still.
Also er singt die Noten eigentlich gar nicht wirklich nach, er rappt sie halt einfach nur nach, da muss ich mich nochmal korrigieren. Und später wird es dann halt nachgesungen. Aber cool, sehr cool. Ich finde die Aussage geil und er hat auch Power. Woran ich mich gewöhnen muss, ist halt, dass er halt konstant neben der Snare rappt. Das ist ein bisschen irritierend, aber er macht's ja routiniert. Aber krass, das ist ein Kapitel, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Dabei hatte dieser Song fast 1 Million Aufrufe. Das ist schon ziemlich krass. Vor 14 Jahren. Und ich habe es nie mitbekommen. Das war mein Video zu Frank Römer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr dazu sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von einigen Hip-Hop-Heads der alten Zeit zusammengetreten auf der offenen Straße. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Wieder back in meine City mit der Millie, packe Tech in Gepäck, Attack, tackle die Fans, bange sie weg mit Rap, Bretter wie Eminem, bin so wie Tom Brady, denn ich tackle die Fans. Und dann sind sie von dem Rap überzeugt, ja, deine Fans, sie bekennen sich neu, haben erkannt, dass das Stuff von dir wack ist, die ändern sich, werden mir treu.